So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls für die Nintendo Switch. Und ich befinde mich wieder am Feuerbandschrein in menschlicher Gestalt, wie man sieht. Und wir schauen hier mal rum. Ich bin extra hier zurückgegangen, weil es der Ausgangspunkt war. Die Glocken haben wir beide geläutet. Also können wir mal mit dem guten Mann hier schnacken. Huch. Eigentlich wollten wir reden. So. Maybe it's time. Achso, oh, Entschuldigung, ja, ich habe ja mit dem schon geredet, einmal ganz kurz. Ich dachte, er sagt vielleicht nochmal das Gleiche, das ihr auch lesen könnt. Nein, sagt er nicht, er sagt nur, hier ist ein fürchterlicher Gestank und hoffentlich geht der Gestank weg. Also, mir wurde gesagt, ich sollte mir das Krähenviech da ein bisschen näher angucken, der sitzt da oben. Hat mir ein netter Zuschauer gesagt, und zwar ist es der Sniper, die Zahl weiß ich jetzt gerade dahinter nicht, aber ich schaue es mir mal an. Und dann gucken wir mal, wo es uns das jetzt heute hinführt. So. Mal hin zu dem. Cool. Er war doch vorher nicht da. Mal hin. Okay, der ist hier aus dem... Das Wasser ist weg und der ist hier aus dem Boden raus. Ich hab da. Ey, wir sind direkt am Schrein, das heißt, wenn er uns tötet, dann ist es halt so. Okay, können wir ihn reden? Ah, hello. Was it you who rang the bell of awakening? Ja, ich weiß. I am the primordial serpent, King Seeker Frapt, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead, who has rung the bell of awakening. I wish to elucidate your fate. Do you seek such enlightenment? In Fall. Very well. Then I am pleased to share. Chosen undead, your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. To this end, you must visit Anor Londo and acquire the Lord Vessel. Anor Londo ist ja unten bei den Ruinen, wo die ganzen Geister sind. Sagt er noch mehr? I am pleased to see you well. Is it something urgent? Große Scherbe füttern, grüne Scherbe füttern, blauer Brocken füttern. Geht denn? Was passiert denn, wenn ich ihnen das gebe? Ja, aber hier kann man einen Gegenstand verkaufen. Kann ich ihn jetzt alles verkaufen, was ich habe? Ja, dafür echt immer. Also es gibt ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall nicht brauchen. Die können wir auch verkaufen. Ne? Hier so zerbrochene Schwerter und so. Brauchen wir doch alles nicht. Oder bin ich. Oder kann man die für irgendwas benutzen? Die kann man bestimmt nicht. Machen wir mal. Ja, wenn man uns da ein paar Seelen vergibt. Sind zwar nicht viele Seelen. Aber so viele von diesen kaputten Schwertern. So, was haben wir noch hier? So ein Langschwert? Perfekt. Noch ein Langschwert. Noch ein Langschwert. Kurzschwert. 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 Ah, mit Dolchen spiele ich sowieso nicht. So, was haben wir noch hier? Umsäbel? Ein Piratensäbel. Und die brauchen wir, die Gezackte, für die Geister? Kettenbrecher? Mit. Hier, nein. Panzerbrecher. Gibt natürlich nicht viele Seelen, sehe ich gerade, aber egal. Mit ein paar Seelen mache ich das. Breitachs brauchen wir nicht mehr. Die auch nicht mehr. Das Schlachtermesser soll ja, habe ich gelesen, auch von dem gleichen User, gibt mir Leben wieder, wenn ich jemanden damit hau. Okay, behalten wir die mal. So, Großaxt. Großaxt des Drachenkönigs. Mein Gott. Verstärkte Keule. Morgen. Der Morgenstern hat uns mal ganz gute Dienste geleistet. Ah, ein Speer können wir verticken. Ein Speer verticken auch. Wir haben einen anderen Speer noch. Partisane brauchen wir auch nicht. Langbogen ist unser, den brauchen wir.
Hier leichte Armbrust kann weg. Die nehmen wir auch weg. Hier Armbrust. Bunny des Zauberers? Brauchen wir nicht. Ja, die behalten wir. So, Rundschild. Niederschild. Rundschild haben wir. Holzschild. Hochschilde. Hier noch ein Höhlenschild, das kann weg. Noch ein Höhlenschild, das kann weg. Weil von dem Ziel, wir brauchen eigentlich von allen zwei, oder? So, ja, haben wir schon was einiges losgeworden. Wir haben natürlich auch so viel Rüstung. Mal gucken, was wir davon behalten und was nicht. Da müssen wir uns aber nochmal mit auseinandersetzen. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, sich jetzt einfach so wahllos was zu verkaufen. Aber das hier auch zum Beispiel brauchen wir definitiv nicht. Das sind für Magier und Magier bin ich dann. So. Ein Sack. Brauchen wir nicht. So, jetzt haben wir ein paar Sachen losgeworden. Die Ringe werden wir, glaube ich, nicht verticken. Die kann man immer gebrauchen. So, noch da oben. Ja, die Scherben behalten wir natürlich. Wie man sieht, kann man damit seine Waffen verstärken. Gut. Weiß auch nicht, was es gibt, wenn wir ihnen das geben würden. Keine Ahnung. Macht er denn irgendwas für uns? Würde mich ja interessieren, ob er irgendwas für uns macht. Ich würde ihn ja gerne mal eine große Scherbe geben, weil davon habe ich ja einige. Ja, hab ich so. Ja, aber leider könnte man damit auch unsere Waffen wieder erhöhen. Nun gut. Farewell, chosen undead. I remain here and await thee. Okay, also, er sagt, wir sollen nach Arnor Londor aufbrechen. Das können wir auch gleich machen. So, jetzt habe ich erfahren. Wundert euch, warum ich das hier habe. Ich habe erfahren, auch wieder durch einen User, durch einen anderen User allerdings, Xtick hieß der, hat mir erzählt, dass ich für die Heilung diese komische Puppe da unten brauche, diese Puppe, denn man braucht, um Heilungen zu machen, muss man halt einen Gegenstand noch nutzen. Und den habe ich hier. Das heißt, jedes Mal, wenn ich den jetzt drücke, kann nämlich heilen, was natürlich sehr cool ist. Das heißt, wir haben dann schon 15 Sachen, die wir nutzen können zum Heilen. So, was ich mir vorgenommen habe heute, ist eigentlich, dass ich mir diese Skelette nochmal näher angucke. Jetzt, bei der Stärke, die wir haben, sollten die Skelette ja kein Problem mehr sein. Und ich würde mal gerne sehen, wir haben uns ja schon so die ganzen Items da mal geholt, nach und nach. Aber ich würde ganz gerne mal sehen, wie es da unten nochmal aussieht, wo wir in der Treppe, wo ich mal runtergegangen bin, die allerdings etwas schwieriger war. Das gehen wir jetzt an. Bevor ich nach Arnor Londor gehe, weil ich glaube, da brauche ich wieder ein bisschen mehr Power. So cool, wie leicht die doch jetzt auseinanderfallen, wenn man überlegt, wie stark die am Anfang waren. Und wie easy das jetzt alles ist. Oh oh. Ja. Ja, ja. So. Ja. Kasper. So. Plündern. Immer gern gesehen. Wildrot-weiß. Na gut. So, und hier geht es nämlich runter. Da gehen wir runter jetzt. Weil da oben brauchen wir nicht hoch. Die hatte ich eigentlich schon mal drin, wie man sieht. Aber hier unten bin ich auch mal runtergegangen. Und da kam ich wirklich nicht weiter, denn es war wirklich schwer das letzte Mal, als ich da war. Wir probieren es jetzt mal. Guck mal. Da waren nämlich Skelette, die immer wieder aufgestanden sind.
wirklich sehr, sehr frustrierend war. Aber vielleicht kann ich die jetzt ja endgültig besiegen. Die Katakomben, genau, so hieß das. Erster? Eieiei. Ja, was trinken hier? Eieiei, der Moment. Okay, da geht's runter. Die bauen sich immer wieder auf, diese scheiß Skelette. Blöd. Wieder schon zweite. Oh. Springen? Das ist ja schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Alter Schwede. Okay, können wir anscheinend nicht töten. Laufen wir einfach mal weg vor denen. Ah, hier sind auch ganz viele Skelette. Noch ein Skelett. Oh. Oh, Alter. Hier rein. Oh. Wie viele Skelette kommen denn da noch? Kann ich irgendwo hinlaufen? Hier ist ein Leuchtfeuer. Ah, wer ist er denn? Viel zu viele Skelette. Ich trink was. Schild. So, ist auch tot. Ah, Alter, bringt ja auch nichts. Die kommen ja immer wieder. Nein! Du ein Arsch! Ah! Ich will noch dieses Feuerleuchten da machen. Nein! Ah, so ein Spast! Scheiße, scheiße. Was? Ah, ich hab das Schild doch hochgehalten. Okay. Naja. So. Gucken wir. Okay, hier stehen die jetzt nicht mehr auf. Oh. Mann, Mann, Mann. Gucken wir lieber, ob noch andere. Oh, warte, wir berühren das Ding hier. Gucken wir mal, ob noch andere auftauchen hier. So, ich kann auf jeden Fall mich heilen jetzt. Wollte keiner. Ja, das war halt dumm. Ich wollte mich heilen. Ja, das war jetzt. Egal, war bescheuert jetzt gerade. Das habe ich beides benutzt. So. Gucken wir nochmal, wo die jetzt alle sind. Ja. Ah. Die sind natürlich wieder. So.
Okay, also, die haben wir erledigt. Jetzt sind die alle tot. Ja, das hat auch was mit dem Typen zu tun, den ich jetzt letztes getötet habe, den mit dem Feuer. Der die irgendwie wiederbelebt oder so. Ja. Warte mal. Ich hole lieber alle Wände einmal an. Okay. Hebel. Wenn ich jetzt hier raste, taucht dieser Typ wieder auf. Wir testen es mal. Gut. Sind schon die Skelette wieder da, aber so ist das denn. Gut. Das ist... Ah, okay, das ist der Knopf von der Tür. Gut. Vor. Er schießt mit Feuer auf mich. Skelett. Also, wenn ich das Skelett töte, dann taucht das eh wieder auf. Es sei denn, ich töte ihn da. Warte mal. Den Bogen mal ausrüsten. So. Kann ich hier auch die Puppe hin tun? Mal auf der Waffenhand haben muss. Kann ich hier rein tun? Lieber dahin, dann habe ich das mal. Okay, dann geht es auch. Okay, perfekt. Und machen wir so. Habe ich nämlich den Bogen hier. Aber keine Pfeile. Aber ich habe gar keine Pfeile mehr, ne? Nope. Müssen wir irgendwie da Pfeile besorgen. Kann man die am besten kaufen? Das weiß ich jetzt auch nicht. Okay, dann gehen wir erstmal so weiter. Müssen wir irgendwie zu den Typen da hinkommen und die killen, aber auch nicht drumherum. Ist auf der anderen Seite, wie kommen wir da rüber? Ich weiß es nicht. Ich laufe mal da schnell rüber, dass wir zu ihm hinkommen und killen können. Oh, oh. Hinter ihm her. Ich glaube, wenn ich die kill, das bringt ja nichts. Wo läuft er hin? Okay, jetzt sind natürlich viele Skelette auf mich aufmerksam geworden. Aber er ist tot. Gehen wir zurück und kill die letzten hier. Nicht, dass die uns in den Rücken fallen irgendwann. Hä? Okay. Sind wir hergekommen? Eine Leiche. Ach, ich hasse diese Schläge. Kann man nichts machen, oder? Oh, shit. Oh, ärgerlich, ärgerlich. Aber vielleicht sollten wir uns ein paar Pfeile besorgen vorher. Wäre natürlich nicht verkehrt. Dann müssen wir auf jeden Fall unsere Sachen wiederholen. Aber ich... Gucken wir mal, ob der jetzt tot ist. Oder ob man den nochmal töten muss. Wie mit den Giftpfeilspritzern. Die musste man ja auch nur einmal töten. Und dann waren die komplett weg.
So. Testen wir nochmal. Der ist noch da, steht gleich. Okay. Ne, siehst du, tatsächlich ist er weg. Sehr cool ist für uns. Heißt, wir können die einzeln draus ausnehmen. Das ist ein fieser Sprung. Ah, in dem Moment nimmt das Schutzschild hoch. Natürlich sehr blöde, aber wüsste ich doch. Ah, sehr gut. Ja, jetzt. Da unten ist ja auch noch ein Tor, da kommen wir wahrscheinlich später hin. Das kommt, oder uns auch noch, guck mal, da fliegt noch so ein Kopf rum. Na gut. Hüpfen. Könnte da auf diese Dings hüpfen. Dann wären wir da unten beim Tor. Aber, naja, wir holen jetzt erstmal unsere Sachen wieder. Du Drecksau. Da oben schießen Fallen. Immer schön ruhig vorangehen. Klappt das alles schon? Da ist noch einen. Lass uns den mal erstmal rausnehmen da hinten. Ich will ja gleich sterben als erstes. Okay, da müssen wir auch irgendwie hochkommen. Wir müssen einen anderen Weg geben noch. Ah, das sind meine Sachen. Ich lock euch mal raus hier. Na, kommt her. Los. Vor. Ich halt zwischendurch, ne? Mit ihren Treffen. So, wir gehen hier rein. Auf jeden Fall ein Falkenschnabel. Okay. Waffe. Gucken wir jetzt mal so ein bisschen an. 110? Gut, die können wir nutzen. Okay. Naja, aber wir jetzt mal weiter mit unseren jetzigen. So. Natürlich immer ganz gut, wenn sie gerade am Aufstehen sind, sie dann niederzumetzeln. Da spart man sich lästige Kämpfe rein. Irgendwas? Geheimgang? Ab und zu sieht es immer so aus, ob man da auch im Geheimgang wäre oder so, finde ich. Aber da ist kein. Ja? Eigentlich zu dem. Da ist der Bogenschütze, okay.
Da sind wir noch mehr drin, wie man sieht. Locken wir den einen oder anderen mal raus. Ah, um sich nicht umzudrehen. So, drehen wir schnell was. Ja, ich hoffe, das war der Einzige. Gut. Und hier liegt auch noch was. Es sieht mal so aus, wo der da durchballern kann. Kann man aber gar nicht. Große Seele, immer gern mitgenommen. Ach, hier war ich, wo ich runtergehen konnte. Wo kam ich aber nicht hoch? Okay. Wo geht's hier hin? Das ist davon, wo er mich oben abgeschossen hat, der Spatten. Hier geht's weiter, okay. Oh. Da drüben ist wieder so ein Feuertyp. Aber da kommen wir eh nicht rüber, weil diese... Der Weg ist ja gespickt mit... Fallen. Okay, was macht man gegen diese... Gegen diese Feuerköpfe da? Ach, die explodieren nur, da muss man nur rechtzeitig wegkommen. Okay. Oh. Das kann aber wehtun, wenn er mich trifft. Weniger schön. Wo geht's denn hier hin? War ich hier auch schon drin? Nee, ne? Hätte man hier nur ach, hier hätte man nur längs gehen können, okay. Na gut. Ach, hier war ich drin. Quatsch. Da komme ich ja. So, also wir gehen jetzt hier unten runter. Der Feuertyp schießt natürlich auf uns, aber geht's weit weg. Hier links. Noch oder. Ah! Okay. Er bringt den Typ mal rum. Das ist natürlich praktisch, aber die bauen sich ja wieder zusammen, okay, weil der Nekromane noch da ist. Au! Dann, was ist denn hier? Was? Und hüpfe weg. Ja, weg. Das ist ein Hebel. Okay. Gut, jetzt kommen sie alle. Weil. Einsammeln. Wir gehen wieder vorbei. Wow. Das ist ein Hebel. Den drücken wir, sobald wir die getötet haben. Oh. Shit. Oh. Okay, okay. Das sind natürlich 10.000 Seelen, die da jetzt rumliegen. Ich verspüre den Drang dazu. Ich brauche irgendwelche. Wir brauchen Pfeile oder sowas. Mit den Pfeilen könnten wir viel mehr anfangen. Wo kriege ich jetzt hier in der Nähe Pfeile her, ist die Frage. Da jetzt durchzukommen. Trotzdem nochmal probieren. Ärgerlich, ärgerlich. Weil es auch so ein weiter Weg ist. Na gut, wir müssen es probieren. Das ist jetzt nicht so schwierig hier. Aber jetzt kommen natürlich alle Skelette hier drin auch wieder zustande. Ach man.
Ach man, dieser scheiß Totenstoß immer. Nervt doch. Gibt's doch gar nicht. Das ist natürlich dumm, aber wir müssen den Weg nochmal laufen. Aber lieber so, als komplett zu sterben. Ab und zu ist es auch ein bisschen hakelig hier drin, irgendwie alles. Okay, wir müssen da runter. Oder heilen wir uns aber mal. Und versuchen den... Nein, nicht nochmal heilen. Ach Mann, das ist immer sobald man geschaltet hat, ne? So, versuchen wir uns jetzt hier durchzuschlagen. Ah, was... Diese scheiß Spieße da. Wie kommt denn da so ein Scheiß raus? Vorbei an dem auf jeden Fall. Da. Ah, was ist das denn? Ah, aber jetzt kommen wir hier rüber. Dann können wir den vielleicht da hinten töten, den Typen. Versuchen wir einfach, um den vorbeizuschleichen. Oh nein! Ach Manno! Die sind aber alle hinterhergesprungen, die Deppen. Ach, scheiße, scheiße, scheiße. Ja, die müssen wir auf jeden Fall wiederholen, die Sachen. Ah. Ärgerlich, ärgerlich. Was machen wir jetzt nochmal schnell? Schnell ist gut. Ja, so schnell wie es geht halt. Mal gucken, wie, woran ich das erkennen kann, ob der Spieß da rauskommen möchte. Man sieht ja nicht mal irgendwie ansatzweise, ob da jetzt ein Spieß rauskommt oder nicht. Der nervig ist. Oh, muss auch ein bisschen runterfallen. Reingelassen?
So. Gut. So, da liegen unsere Sachen. Das ist natürlich nicht so weit weg. Und ich muss die Brücke nicht nochmal machen. Das ist natürlich noch perfekter. Das heißt, ich... die Sachen hier holen. Wir können gleich... können wir die irgendwie anlocken, da, die Skelette? Wohl, ich mir gar nicht. Ja, kommt er hier rüber? Wir müssen ihn als erstes killen. Nein! Oh nein, das war ja total bescheuert. Ah. Okay, okay. Das war bescheuert, das gebe ich zu. Wie machen wir das? Irgendwie brauche ich ein paar Pfeile, um die Leute anzulocken, weil das ist wirklich blöde so. Die Frage, ob wir da oben kriegen. Ich glaube nicht. Ich versuche erstmal unsere Sachen zu holen nochmal und dann hoffe ich, dass ich den Pyromanten da einfach gekillt bekomme. Es ist nie ganz so weit, aber es nervt trotzdem. Unheimlich. Hör doch mal auf. Ist ja schon vor, was er vorhat. Aber ich bin natürlich... ich lerne ja, ne? Irgendwann mal vielleicht. Weiß. So, wie machen wir es jetzt? Die Frage. Wie machen wir es gleich? So, unser Kram hier vorne, ist super. Ich weiß noch nicht, ob die hier rüberkommen. Ich glaube, die kommen hier nicht rüber, leider, ne? Ich glaube, wir schon an. Warte mal. So. Er ist zwar noch aufgestanden da hinten, aber er ist auch tot. Haha, ist auch runtergesprungen. Voll Idiot. So, wir haben unsere Sachen wieder. Haben den Typen auch gelegt. Der gibt natürlich nicht viele Punkte, aber... lassen wir vorsichtig weitergehen hier. Zwei Wege hier durch.
Ah, ist doch schlimm. Ich dachte, es wäre jetzt hier so ein... Oh nein! Scheiße, wo bin ich jetzt gelandet? Wo bin ich jetzt gelandet hier? Och Mann! Irgendwo ein Geheimweg? Wahrscheinlich nicht, ne? Leuchtet was? Ich weiß nicht. Ein Glitzerteil. Ah, okay. Oh, ich krieg den nicht. So ein Scheiß. Ist schon verschwunden. Ärgerlich. Okay, aber kann man das dann irgendwie erkennen, dass da Dinge rauskommen? Sind keine Löcher drin oder so, ne? Ah, okay. Der hat so ein... Der hat so ein... Aus diesen Dingern, aus dieser Platte, da kommen die raus. Ah. Ah, das ist ja ärgerlich, dass der nicht erwischt hat, ne? Naja, wenn ich nochmal tot gehe, können wir vielleicht Glück haben, dass er nochmal auftaucht. Und dann schnappen wir uns den. So, also da müssen wir nicht nochmal rein. Da fällt man nur raus. Wo geht's denn hier raus? Hin. Hey, wie komme ich denn wieder hier raus? Okay. Ah, okay, okay. Das gleiche übrigens Spiel nochmal. Gut. Ach, jetzt bin ich hinten bei dem... Okay, jetzt weiß ich aber. Gut. Ein Skelett da hinten? Nee. Okay, also einfach durchlaufen. Oh, es gibt's doch nicht. Ich treffe immer wieder diese Dinger da, ne? Beschissen. Na gut. Okay. Da gehen wir nicht nochmal rein. Gehen wir hier weiter. Ich glaube, wir machen ab heute einfach Schluss, weil ich glaube, das ist schon sehr lange. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.